Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei meiner. Wir sind heute beim 57. Tag, dem 11.11. Damit hallo und ja, viel Spaß bei StarCraft 2. Wir sind zurzeit im, also wir sind nicht mehr negativ. Wir haben jetzt 73 gewonnen und 73 verloren. Also wir steigen langsam wieder auf. Wir kriegen. Oh, Entschuldigung. Mein Husten ist immer noch nicht ganz weg. Unser MMR steigt auch langsam wieder. Wir haben es wieder geschafft, endlich mal wieder unsere Liga, also Dia 2, damit wir gestartet sind, zu erreichen. Und jetzt versuchen wir wieder Dia 1 zu kommen. Mal sehen, ob wir das noch schaffen, diese Season. Die Season endet am 21. Ich glaube, gesperrt ist am 13. Also, werden wir sehen, was passiert. So, wir spielen gegen Zufall. The Top Dollar. Mal gucken, was da schon alles kommt. So, Race, können wir mal fragen. Vielleicht sagt was uns. Bitte sag's, bitte sag's. Er sagt's nicht. Dann müssen wir unten zumachen. Geht nicht anders. Wir müssen davon ausgehen, dass er Zerg spielt. Wissen wir nicht. Deswegen müssen wir leider unten zumachen. Das ist eigentlich auch sehr negativ sein können. Das hat der Nachteil, wenn man gegen Random spielt. Als Protoss ist man am meisten an den Arsch, finde ich. Aber das interessiert ja Blizzard nicht. Man hätte ja theoretisch auch einfach die Rasse dann anzeigen lassen können. Was sie spielen. Ich finde einen Random-Vorteil. Protoss. Das ist natürlich ganz schön scheiße. Und ich kenne keinen Rush. Gar nichts. Tja, dann spielen wir halt normal. Was braucht das Spieler? Wo ist denn die Sonne hin? Ja, kann ruhig da bleiben. Nur einmal. So, ich gehe davon aus, dass er. Weiß nicht, was spielt. Und wir spielen, glaube ich, Stalker. Definitiv Stalker. Ich weiß nicht, ob ich eine Echse nehme vorher. Guck, ob ich safe bin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Klein Pylon könnte spät kommen. Ein bisschen. Ist nicht so weiter wild. Ihr seid auf mich angewiesen. Das und bauen. Da geht. Ich bin das Herz der Finsternis. Im Namen der Rache. Was ist euer Begehr? Eure Sonden. Ich bin hier. Na, schon ziemlich viele Stalker. Wie ihr befehlt, vorher. Sind eins mit dem. Ich bin die Stimme. Wir müssen gucken, ob wir schon was. Ganz wie ihr wünscht, Beraku. Wir sind ein bisschen spät dran mit unserem. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Haben auf jeden Fall ein bisschen Schaden gemacht.
Zeitfenster ist klein. Ihr müsst zusätzlich. Und Pylon haben natürlich vergessen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir müssen ganz schnell gucken, was er auf jeden Fall macht. Orakel empfangsbereit. Ich verstehe. Die Sterne stehen gut. Unsere Schicksale sind En-Arodinra. Auf jeden Fall unsterblich geworden. Ich bin hier in den Schatten. Ein Omen? Ist natürlich von Vorteil, wenn wir einfach nicht genügend Energie. Es ist vorherbestimmt. Der Weg ist klar. Extrapoliere Strömung. Nasigtal. Erneut dienen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat halt nur hat halt nichts. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Wir deuten. Nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr benötigt mehr Wissen. Unbedingt mehr Sachen produzieren und fliegen noch mal rein. Teleportation erfolgreich. Ich verstehe. Erneut dienen. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier. So, die wollen wir auf jeden Fall gleich noch mal hin. Nicht genügend. Meine Echse. Unsere Schicksale sind. Ihr habt nicht genügend Energie. Ihr müsst zusätzlich nicht genügend Energie. So. Auch wegen der Pylonen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich erneut dienen. So, wir gehen mal vorgucken. Wir hat halt drei Unsterbliche. Mineralienfeld erschöpft. Die wir gleich nicht mehr haben. Wie kann ich euch helfen? Den Sieg entgegen! Sha'azul do Templari. Für die Ehre. Barbarasch. Hier holen wir uns erstmal. Ich füge mich. Teleportation erfolgreich. Wir sind überlegen. Lasst uns beginnen. Die Sterne stehen gut. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ich werde aufsiegen. GG. Easy. Hätte noch eine dritte nehmen müssen. So, war auf jeden Fall 8 Minuten. Na, ein kleines Runde spielen. Machen wir ganz schnelles. Oh, nicht abbrechen. Wir wollen weiterspielen. Und das Positive ist, wir sind jetzt wieder im Positiven. Haha. Wir sind jetzt bei 74 Siegen. Sehr schön. Langsam geht's wieder voran. Wir brauchen noch 50 MMR endlich mal wieder, um unsere 4000 zu erreichen. Also, wird, läuft. Gut, der Vorteil war halt, es war wahrscheinlich nicht seine Main Race. Also, da war er auf jeden Fall echt hinterher. Obwohl, na, Terran war seine Main Race. So, wir spielen wieder gegen Protoss, leider. Diesmal einen richtigen Protoss-Spieler. Den versuchen wir natürlich auch fertig zu machen. Also ich muss sagen, das Orakel ist schon ganz schön heftig. Also mit Orakel kannst du echt viel erreichen am Anfang gegen Protoss. Deswegen ist es
wahrscheinlich doch wirklich sinnvoll, gegen Protoss immer mit Flieger, also Stargates zu spielen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann nehmen wir Doppelgas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nein, nicht ganz gleich. Nein. Nicht genügend Mineralien. Bitte kein Cannonash, kein Cannonash. Ihr habt nicht. Ich bin etwas hinterher mit meinen Ressourcenproduktionen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und du bist nur einmal im Pylon. Jetzt kommt das der Kern, ne? Na gut. So. Wir bauen ein Stargate, würde ich sagen. Ihr müsst zusätzlich. Tschüss. Er sieht's. Naja, dann bauen wir kein Stargate. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen unbedingt Pfeile bauen, bevor wir weiter Sonnen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da geht wollen wir noch nichts voran. So, ich muss wissen, ob er. Ihr müsst zusätzlich. Dings baut, hier sind sie. Adept. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr seid auf mich an. Wir sind eins. Ich bin das Kalt, ist die Leere. Ich bin hier in den Schatten. Schlaft auf ewig. Die Leere wartet. Was ist euer Beginn? Ich bin die Stimme der Finstern. Was ist euer Begehr? Ihr bleibt im Verborgenen. Der Kreis schließt sich. Eiskalter Zorn. Kalt ist die Ich-Besitzer. Ich bin die Stimme. Okay, hauen wir ab. Mit den Schatten. Forschung abgeschlossen. Lasst unsere Feinde unsere. Hey, abhauen! Ich hab grad gesagt, Junge. Ich bin hier in den Schatten. Was ist mit dem Orakel? Ach. Ihr seid auf mich angewiesen. Das Zeitfenster ist klein. Die Strenge des Schicksals. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Teleportation erfolgreich. Wir deuten. Die Sterne stehen. Aha. Von Olin. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich verstehe. Ihr habt nicht genügend. Wir dürfen keine Sachen mehr produzieren. Teleportation erfolgreich.
Lasst uns beginnen. Ihr habt nicht genügend. Wenn ein Vase gebaut hat, hat er. Es ist vorherbestimmt. Hat aber nicht viel saturiert. Der Weg ist klar. Nasuktal. Shit. Extrapoliere Strahlen. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineral. Ich bin nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineral. So, brauchen wir Million Sterbliche? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Pylonen können nicht ein Problem sein jetzt. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. Ihr benötigt. Hat man eigentlich irgendwas gesehen? Er hat auf jeden Fall kein Tech groß. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. So, wir haben hier auf jeden Fall gleich die dritte. Nicht, ihr habt nicht genügend. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Energie. Was? Ihr habt nicht mein Leben für Ajur. Zeit für den Kampf. Teleportation. Anan Pogal! Ich muss gucken, ob er eine vierte jetzt genommen hat schon. Ihr habt nicht genügend. Ich füge mich. Warpfels nee. Online. Dritte hat er noch nicht genommen. Für die Ehre. Ich durchstreife die Galaxis. Nicht. Na, so, dann wollen wir mal reingucken. Erfolgreich. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Charazul, du Templari. Ich füge mich. Navarash, für die Ehre. Er baut selber welche. Den greifen wir jetzt auch an. Teleportation erfolgreich. Nicht genügend Energie. Ich sehne mich nach dem Kampf. Wo verbirgt sich denn? Erneut dienen. Ihr habt nicht genügend. Teleportation erfolgreich. Ich durchstreife die Galaxis. Charazul, du Templari. GG! Tja, sieht heute ganz gut aus. Sah auch wie beim letzten Mal ganz gut aus. Aber wir sind noch nicht über 4000. Also, es kommt mit der Zeit. Oh, da war ein Meisterspieler mal. Das ist erstaunlich. Sehr erstaunlich. War auf jeden Fall nicht so gut. Und auf jeden Fall mit allem immer höher als er. Eine gute Upgrades hat man nicht. Ist doch nicht so schlimm. Brauchen wir am Anfang auch nicht so viel. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö, euer Muttibär. Achso, eins will ich euch noch zeigen. Ne, nicht Spielüberliste. Moment, da ist es. Wir sind Rang 1 übrigens. Also wir sind wieder 2 Spiele im Positiven. Das ist richtig gut. Und ja, wir werden besser. Wir werden wieder besser. Ich weiß nicht warum. Wir werden wieder ordentlich positiv zurzeit. Gut, das sind Spiele, die ich nicht Ranked gespielt habe. Also ich habe wie gesagt noch ein bisschen nebenbei mal gespielt, ein paar Mal. Aber ja, wir ziehen auf jeden Fall unseren 100-Tage-Challenge durch und würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Bis dahin, tschüss, euer Motivier.
So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss.